Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 1. Mein Name ist Versablos LP und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. So, holen wir uns erstmal eine Waffe ab, denn wir müssen mal wieder einen Politiker erlegen. Ne, letztes Mal war es der Staatsanwalt, genau, und diesmal ist es ein Politiker mit einem Scharfschützengewehr. Hi, hast du ein paar große Kaliber für mich, Vincenzo? Du musst den Typ aus der Ferne abknallen, stimmt's? Dafür habe ich dir was Feines besorgt. Beim Militär üben sie, indem sie ein Zielfernrohr auf Jagdgewehre wie das hier schrauben. Ein Mosin-Nagant-Gewehr. Die werden hier hergestellt, aber die Russen haben daraus ein Präzisionsgewehr gemacht. Das ist eine gute und verlässliche Waffe. Sieht interessant aus. Hoffentlich klappt's. Aber Tom, nimm auch noch eine Pistole mit. Man kann ja nie wissen, wem man begegnet. Da hast du recht. Danke. Genau, Morsinagant und die. So. Ja, wir haben 10 Schuss auf dem Ding, aber mehr als 5 einem Schuss dürfen wir nicht abgeben, weil dann ist die Mission verloren, weil er abhaut. So, dann holen wir uns auch noch einen Wagen. Hallo. Ja. Hey, Tom, ich hab hier was für dich. Das ist ein zuverlässiger Großraumwagen. Der Großraum ist halt nicht, das ist ein Cabrio, ne? Der wird dir gefallen. Und er ist auch noch leicht zu knacken. Danke, Ralfi. So, ein Ride zu stehlen. Ja, Ride, richtig. So, dann fahren wir mal los mit unserem wunderschönen neuen Cabrio. Das Dach kann man leider nicht abmachen. Und los geht's, auf zum Wahlkampf. Da sieht man schön die amerikanische Fahne. Sehr schön. So. Die Sterne sind leicht falsch angeordnet, oder? War die amerikanische Fahne früher wirklich ein bisschen anders? Ich glaube, sie war sogar mal anders. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, aber ich weiß nicht genau, wie sie war. Boah. Fährt der Wagen scheiße. Im Gegensatz zu denen, die wir letztes Mal gefahren sind. So. Ja, die Mission wird wieder recht schwer. Es wird wieder eine lange Schießerei werden, um am Ende einen einzigen umzunieten. Depp! Depp, genau. Das sehe ich auch so. Allerdings, auf der anderen Seite so. Yay. Fahren wir mal kurz hier um die Kurve. So. Ja, mit dem Wagen, ich hatte ja mal gesagt, mit Autos ohne Dach, wenn man da rumfliegt, also umfällt im Auto, ist man tot. Mit dem Auto ist es genauso, weil es eben kein festes Dach ist, sondern nur so ein leichtes. Und damit überlebt man das eben nicht. Aber wir sind auch schon gleich am... Das wäre ganz schlecht, wenn wir hier Leben verlieren. Weil wir diesmal kämpfen nicht gegen Mafia-Cousins oder gegen was anderes. Oder gegen Polizei. Die sind ja schon größtenteils alle weg. Nein, diesmal sind wir unterwegs gegen... Ja, kleine Verbrecher, die im Gefängnis mal eingebuchtet wurden oder das Gefängnis zu ihrer neuen Heimat gemacht haben. So, ja, Wohnungslose, sage ich jetzt einfach mal. Und, ja, aber die können uns trotzdem recht gefährlich werden. Ich glaube, da fährt keiner mal so einen Thompson bei, also nichts Gefährliches. Aber, ja, normale Waffen sind ja auch schon nicht schlecht und tödlich. So, hier ist das Gefängnis. Nur das Lustige ist, den Turm sieht man nicht. Also den Turm, von wo aus wir ihn dann abschießen sollen. Den Turm sieht man von hier unten lustigerweise nicht. Ja doch, da sieht man ihn ganz leicht. Und am Anfang dachte ich ja, wie zur Hölle komme ich in dieses Gebäude rein. Dann bin ich aber hier mal rumgelaufen und dann habe ich gesehen, ich zeige es euch gleich einfach. So, denn hier ist Baustelle. Under Construction. Hey Mister, verschwinden Sie! Wir arbeiten hier! Ja, und? Hey, was machst du da? Du kannst doch nicht rein! Bist du taub? Ist mir doch egal. So, rein geht's. Ja, das heißt, einen Rückweg, den gibt es nicht, denn die Leiter ist weg. So. Da geht's nicht rein. Taub oder was? Ja, doch. Microphone muted. Microphone activated. So, oh, da habe ich noch Skype offen. Lustig. Naja. So. Das heißt, ich darf jetzt nicht klettern, ne? Okay. Was soll's. Und schon sind wir im Gefängnis. Normalerweise will man hier nicht unbedingt ins Gefängnis gehen. Wir tun es jetzt mal. Trotzdem, der Hund, der wird später noch nervig, aber den killen wir dann. Killen wir irgendwann so. Jetzt
Colt auspacken. Ist sogar fast vollständige Munition. So, hier ist das, glaube ich, der Weg. Genau. Allerdings habe ich keinen Plan mehr, wo die ganzen Gegner waren. Hier anscheinend noch nicht. So. Mafia 2 ist ja mal auch wieder im Gefängnis, dass die Tür keiner hört. So, was ist hier los? Nichts, okay. Ja, das Gefängnis, wie man sieht schon, ist ein... Ja, schon lange verlassen worden. Und jetzt kommen hier gleich die ersten Gegner. Connection lost. So, der ist tot. Ich zerquetsch dich wie einen Wurm. Ja, Connection lost. Dann macht das doch. Oh, Connection lost, das nervt jetzt aber. Hallo. Dafür, dass du hier arbeitslos bist, hast du ganz schön feine Sachen an. So. Komm du doch her. So. Jetzt breche ich aber ganz kurz die Aufnahme ab, denn ich würde doch gerne mal Skype beenden. Teamspeak, weil sonst nervt mich die ganze Zeit hier so Teamspeak durch die Gegend. Beenden. So. Hallo Leute, ja, da sind wir wieder. Eben als ich dann Teamspeak ausgemacht habe, ist mir hier mein Mafia abgeschmiert. Deswegen spielen wir nochmal ab hier. Wir waren ein bisschen ärgerlich, war nicht super, weil wir kein einziges Leben verloren haben. Aber machen wir diese paar Gegner hier eben nochmal. So, ein bisschen mehr Munition verschwendet. So, runter hier. Ja. Ich bin hier unten. Kommst du mal bitte kurz um die Ecke? Danke. Danke schön. Das Messer hätte man gerne mal sehen. Ja, ihr seht schon, das sind diesmal keine professionellen Gegner, sondern normale Gangster, mit denen man eigentlich keine Angst haben sollte. Aber wir passen natürlich trotzdem auf. So, das Noxin-Gun behalten wir. Wir nehmen weiterhin den Colt in die Hand, weil es einfach die beste Waffe ist. So, du hast ein Magnum. Sehr schön. Und ich habe jetzt absolut keinen Plan mehr, wie es weitergeht in diesem Gefängnis. Das Ding ist nämlich in der reinste Irrgarten. Was hier? Okay, hier darf man nicht runterfallen, das ist schon mal klar. Dann geht's hier raus. Hallo Leute. Oh, unser Auto steht da noch. So, was da drüben vielleicht? Oder was wirklich da lang? Oh, ist das eine gute Frage. Den Teil kann ich mich aber auch irgendwie... Hey, was ist los? Ach, genau, ja. So, hier war das. Richtig, aber warum gab es die Treppe eben? Ah, das wird jetzt ein doofes Stück. Weil da hat jemand eine... Shotgun. So, dafür nehmen wir dann die Magnum. Und... Der... Mit der Pumpgun, der ist nervig. Ich möchte gerne ein bisschen Munition abhaben. Ah, okay. 9 Leben haben wir verloren. Das geht ja noch. So, die Pumpgun nehmen wir auf. Hat allerdings nur 2 Schuss, aber was soll's. Pumpgun, so. Genau, und jetzt musste man hier den Schlüssel holen, richtig. Und dafür musste man da oben die Treppe hoch, richtig. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar so. Diese 2 Gegner sind immer so verdammt nervig, weil, ja, man hat eigentlich keine Chance dagegen. Aber diesmal, falls uns die Munition ausgeht, wir haben ein Messer, das ist besser als eine Faust wenigstens schon mal. So, hallo Leute, wir haben hier nur eine Pumpgun. Alex, so Leute, da bin ich wieder. Das hat mich gerade jemand angerufen, da muss ich mal kurz ans Telefon gehen. So, und jetzt geht's hier weiter rein. Passt auf, der will was von uns.
Ja, ich will was von euch. Ich schlag. So, du bist tot. Oder auch nicht. Komm her, ich hab ihn. So, guten Morgen. Hallo. So, kurz mal nachladen. Und jetzt sind die Gegner gleich auf größere Distanz unterwegs. Das heißt, wir nehmen mal kurz die Magnum. Hey. Alle Mann herkommen, schnell! So, ja, Treffen muss gelernt sein. Ihr seht schon, das sind keine professionellen Gegner. Exit geht nicht. Okay. Das heißt, erstmal alle Waffen aufnehmen. Cold Detective Spezial. Um dem mehr Munition, dann laden wir den hier nach. Oh, wir haben kein einziges Leben verloren. Ah, die Pumpgun hat schon ordentlich was gemacht. Okay, ein paar Leben haben wir verloren. Das war aber schon vorhin. So, dann heißt den Code laden wir auch nach. So, Messer hat der nur. Und der hatte den Cold Detective Spezial. So, den haben wir auch ein paar, ein bisschen mehr Munition zumindest. Dann nehmen wir den Colt in die Hand. Das hier. Und dann geht's weiter. So, wenn ich mich gleich richtig erinnere, kommen mir irgendwo Gegner aus den Türen rausgerannt. Genau, wusste ich's doch. Das tust du zum letzten Mal! Ja, das ist jetzt. Ui. Ja. So, das war's. Dann nehmen wir uns wieder die Pumpgun. Das ist das Sturmgewehr und oder das normale Gewehr und geht's weiter. Die laden wir kurz nach. So, jetzt haben wir hier zwar schon einen Schuss drauf abgefeuert, aber egal. Oh, hier sollte man nicht runterfallen. So. Ah, man musste durch die Tür, glaube ich, gar nicht durch. Man musste sie nur vorher auseinandernehmen, weil sie sonst einem gefährlich werden können. So, den nehmen wir uns, glaube ich, jetzt schon. Ja, jetzt haben wir wieder 100 Leben. Und es kann weitergehen. Da ist er! Den Falschen erwischt! Kommt hier! Oh, der ist ja schon längst tot, so ein Mist aber auch. Jetzt haben wir eine ganze Menge Munition verschwendet. So. Und es geht weiter. Man kann also nicht durchs Gitter schießen, das geht in... Jetzt haben sie da doch mal die So, die Gegner hier zum Schluss haben anscheinend doch ein paar bessere Waffen. So, die schmeißen wir weg. Die haben keine, hat keine Munition mehr. Und dann nehmen wir den Colt. Ah, du Sau! Du bist dran! Kommt und helft mir! Stirb! Oh, verdammt. Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Weg hier. Du Hurensohn! Okay. Jetzt zertret ich die Visage! Ja, mach das doch. Einer ist anscheinend jetzt da runtergefallen. Oh Gott. Wo ist der? Vor dem habe ich jetzt doch etwas Respekt. Komm schon, du Schwein! Komm raus! Da oben bist du. So, der ist hoch und der auch. Sehr schön. Läuft das Ganze doch. Cold. Ah, der hat keine Munition mehr gehabt. Der auch nicht. Aber es läuft gut.
So, Pumpgun nehmen wir. Die hat zwar nur noch 4 Schuss, aber besser als gar nichts. Und wie man den Schlüssel gleich hat, um da wieder rauszukommen, da frage ich mich gerade doch ein wenig, weil ich habe absolut keinen Plan mehr, wie es ging. So, oben sind wir, Spiel gespeichert. Und da ist das noch Sinagant. So, noch sehen wir keine Leute. Normalerweise kann man übrigens gar nicht so weit schauen. Das ist jetzt hier speziell für diese Mission gemacht, dass man so weit schauen kann. Hier kann man übrigens runterfallen. Hallo? Warum kann ich nicht nach da hinten zielen? Ach, genau, man musste auf Zoom oder war das C? Moment, Optionen, Steuerung. Das ging mit Aktionstaste, Feuer, Ducken, Springen, Zielen. Ziel, Mausachse X. Nee. Machen wir das mal auf Z. Was war das denn jetzt? Warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Okay. Optionen. Nein. Steuerung. Standard wiederherstellen. Waffe verbergen. Inventars. I. Zielen. Hochscrollen. Nachladen. Scharfschützmodus ist R. Ah, okay. So. Der da am Rednerpult ist der, den wir brauchen. Wir gehen mal kurz aus dem Modus hier raus. Ducken uns hin, weil dann geht das Ganze etwas besser. So. Und den. Das ist jetzt Fummelarbeit. Aber auf 3. 1. 2. 1, 2. Scheiße. Verdammt, ja, das war wohl nichts. Ja, die Scheiben haben wir getroffen, aber mehr auch nicht. Na gut, versuchen wir das Ganze nochmal neu. Ja, der Politiker ist entkommen. Deswegen. Scharfschützmodus, hallo? Optionen, Steuerung. Scharfschützmodus ist er. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ach so, falsche Waffe, deswegen. Ah, richtig. Also, versuchen wir es diesmal besser. Ja, jetzt haben wir ihn getroffen. Sehr schön. Beim 4. Schuss. Naja, warum sollte man sich auch hinducken, ne? Wenn man weiß, dass da so viele Gegner sind. Wollen wir nicht auch nochmal abschießen? Nee, lass mal. So, zurück geht's. Oh, wir haben schon wieder eine ganze Zeit aufgenommen und ich habe keinen Plan mehr, wie es jetzt zurückgeht. Aber wir geben unser Bestes. Und zwar glaube ich, dass man jetzt hier einfach nur runtergehen musste. Dass diesen Schlüssel brauchte man gar nicht. Noch weiter runter. Machen wir es einfach mal. Sehr schön. So, der tut uns gleich richtig nerven. Die Assassinen ganz schmeißen wir weg. So, wir nehmen den Cold Detective Spezial. Denn der Hund tut. Die Hunde tun ja richtig nervig sein. Ja, das Spiel ist doch recht brutal teilweise. Man tötet hier sogar arme Hunde. So. Weiter geht's. Dann hier noch das zerlegen und dann. So, das Schloss ist weg. Wahlkampf, juhu! Das ist er! Leg dich nicht mit mir an! So, das sind ja Spezialagenten der amerikanischen Polizei. Und wir nehmen als Waffe, nehmen wir mal die Popcorn. So, auf Wiedersehen. Ja, schmeiß mal auch mal weg. Da kann man eigentlich nichts mehr anfangen. Die Munition ist davon ja sowieso alle. Nein! Oh, jetzt haben wir doch noch ein ganzes Leben verloren. Was soll's? So. Den Cold, dem können wir eigentlich auch nichts mehr anfangen. Der hat nämlich auch keine Munition mehr. Deswegen nehmen wir mal hier die Polizeiknarre. Und die. Nein! Bitte! Verschone mich! Kann ich die nicht aufheben? Ach so, deswegen.
Laden wir die mal nach, damit sie volle Schuss hat. Nein, bitte, verschone mich! Den noch aufheben und dann Waffe verstecken. So, und dann, was ist unser Auftrag? Fahr zurück zu Les Salieres Bau. Da schau auf dem Weg noch bei Lukas Bertone vorbei. Ja, dann schauen wir noch bei Lukas Bertone vorbei. Und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ja, ich weiß, wir sind schon wieder bei viel zu viel Überlänge. Vor allem, ich muss eine ganze Menge rausschneiden, weil zweimal, ja, gab es eine kleine Störung. Einmal hat jemand angerufen und beim zweiten Mal ist mir Minecraft abgeschmiert. Nee, genau andersrum. Beim ersten Mal ist mir Minecraft abgeschmiert, beim zweiten Mal wurde ich angerufen. Keine Bewegung! Jo, keine Bewegung. Ich bewege mich. Auf, aus dem Weg! So. Die kleine Seitensträßchen. Das kleine Seitensträßchen, genau. Solche Abkürzungen sind nett. Vor allem, wenn man dann viel eher am Ziel ist. Nämlich in diesem Fall diese Brücke hier. Die wir zu genügend kennen, würde ich mal sagen. So. Wir haben das Auto eigentlich jetzt seit wie vielen Minuten? Ein paar Minuten und sind schon bei laut Tachometer bei 3441,2 Kilometer. Naja, da sieht man mal, dass unser Stotterer auch nur die Autos dort. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ralfi, genau, ja, jetzt ist der Ralfi. Polizei, da fahren wir mal in, ja, fahren wir mal ausnahmsweise mal nicht so schnell und gleich sind wir da. Sehr schön, dann wird das Spiel auch gespeichert. Und ich kann mich verabschieden. Penner! Du fährst wie ein Irrer! Ja, nochmal Glück gehabt. Das Dach, wie das jetzt eingedrückt ist, da habe ich kurz nicht aufgepasst. So, und dann sind wir da. So. Den nehmen wir uns noch. Ja, bei den späteren Missionen steht hier immer ein Heilungskasten rum. Und so, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ne? Den sprechen wir noch kurz. Hallo! Ab. Und, wie geht's dir denn heute? Ich komme gerade aus dem Knast. Das ist ja entzückend. Aber dafür haben wir keine Zeit, Tommy. Du musst deinen Mann im Works Quarter abholen. Aber schnell. Die Bullen sind hinter ihm her und er weiß es nicht einmal. Wo? Da läuft sonst kein Mensch im Anzug rum. Also wirst du ihn ohne Probleme erkennen können. Aber beeil dich. Wenn ihn die Bullen schnappen, ist er geliefert. Bring ihn her. Okay, schon unterwegs. Aber das mit dem Knast war kein Witz. So, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ne? Ich sag, bewerten, kommentieren, vielleicht abonnieren und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.